Wir spielen 24 Stunden als Tier in GTA 5. Und ich bin als Tier zu meinen Freunden gegangen und habe sie heimlich verfolgt. Und sie haben nichts mitbekommen. Leute, das war zu krass. Ihr glaubt niemals, was ich herausgefunden habe. Heute ist ein schöner Tag und da werden wir doch direkt mal zu meinem besten Freund iCrybex fahren, der hier natürlich in seiner tollen und super Villa wohnt. Ich bin mal gespannt, Leute, was Max gerade so macht. Ich habe nämlich richtig Bock, mal wieder mit ihm zu chillen, Leute. Ich habe ihm nämlich extra mein Cabrio ausgepackt, dass wir was miteinander machen können. Und ich bin mal gespannt, ob er eventuell vielleicht Lust hat auf ein geiles Autorennen oder so. Oder vielleicht mal wieder auf richtig gute alte Einbruchbrüder-Action. Also irgendwas wird uns hier auf jeden Fall einfallen. Max, was geht ab? Hey, Stani, was geht ab, Mann? Was geht? Wollen wir mal reingehen, ein bisschen chillen oder was? Guck mal, ich bin hier extra mit meinem geilen Cabrio angekommen. Weil, Alter. Ich dachte, wir machen heute ein bisschen was. Ja, ja. Vielleicht so ein Cabrio. Ja, vielleicht so ein Gute-Freunde-Tag oder so, weißt du? Ja, Bro, würde ich gern, aber geht leider nicht. Wie geht nicht, Bro? Klar geht das. Ja, ich muss jetzt auch los. Deswegen war ich hier gerade auch im Auto. Ich muss los. Ich habe keine Zeit leider. Hey, Max, warte doch mal. Wie ja, jetzt? Was? Hey, Bro, ich habe wirklich Stress. Ich habe Zeitdruck. Hey, Bro, ich lass dich jetzt nicht losfahren. Ich muss jetzt was zusammen machen. Wie, du lässt mich nicht losfahren? Ja, Bro, ich habe doch Termine. Gerne morgen oder so. Bleib doch mal hier. Wo willst du jetzt hin? Sei mal ehrlich. Du hast immer, wenn ich komme, hast du Termine. Ich finde, das ist eine ehrenlose Aktion. Ja, okay, dann komme ich mit zum Termin, Bro. Dann komme ich mit. Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Hä, wieso? Das geht nicht. Ja, ich muss, Paul Berger muss, ich muss zum Direktor. Paul Berger hat zum in der Schule Paul wieder Faxen Berger gemacht. Direktor? Ja, ja, der hat in der Schule wieder Faxen gemacht. Geht leider nicht, dass du da mitkommst, ne? Das ist nur Erziehungsberechtigte, ne? Du weißt. Gern morgen nochmal, Stani. Sorry, tschüss. Hä, lässt er mich jetzt hier... Leute, lässt er mich jetzt hier einfach stehen oder was? Max hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Ey, ich habe eine Idee, Freunde. Ich werde mich jetzt einfach hier in der Garage verstecken. Und dann werden wir mal gucken, ob Max wirklich weg musste oder ob er mich einfach nur loswerden wollte. Und dann werde ich ihm hier eine kleine Überraschung machen. So, wir werden uns einfach mal hier reinstellen in die Garage. Und dann werde ich mich hier an der Seite verstecken. Und dann werden wir mal gucken, ob er gleich entweder zurückkommt oder wirklich zu einem wichtigen Termin oder so muss. Ein paar Sekunden später. Ja, also ich warte jetzt hier schon ein paar Minuten, Freunde. Ich glaube... Hä? Warte mal. Hä? Leute, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Leute, Max ist wieder da. Ich denke, der muss los, Mann. Ey, der hat mich vollkommen veräppelt. Was soll das denn? Und jetzt haut er noch sein Telefon raus? Ey, was telefoniert der denn da, Leute? Ey, ich hoffe, wir können das belauschen. Ja, die Sache steht. Später. Ja, ja, genau. Ich bringe alles mit. Genau. Ja, ist das Ziel schon? Perfekt, perfekt. Boah, wir werden die Bank so fertig machen. Was? Boah, 100 Millionen ziehen wir da locker raus. Perfekt, okay. Ja, ja, sag. Du musst ruhig sein. Kein Erzählen. Okay, ciao. Hey, Mann! Stan, was machst du denn hier? Ja, Bro, ich dachte, du musst so dringend los und alles. Das war nur ein Irrtum. Das war ein Irrtum. Paul Berger musste doch nicht zum Direktor, oder was? Ja, ja, der musste doch nicht nachsitzen. War nur ein Irrtum. Brown, was war das gerade für ein Telefonat mit der Bank und alles? Hä? Was für ein Telefonat? Was fahrst du? Ja, ich habe gerade dein Telefonat mitbekommen, Bro. Ich habe mich da in der Garage versteckt. Digga, belauschst du mich jetzt, oder was? Vielleicht, ja. Digga, was bist du denn für... Alter, such dir mal Hobbys hier. Zack, abhauen jetzt hier. Wie, speist du mich jetzt hier vor dein Grundstück runter, oder was? Ich lass mich doch nicht hier belauschen, Alter. Jetzt für heute reicht's, Stani. Für heute... Gut, okay, Max. Gut, okay, Bro. Wir werden uns wiedersehen. Ey, Leute, guck mal, Max geht da ins Haus rein. Der hat mich jetzt gerade einfach von seinem Grundstück runtergeschmissen. Was soll das denn? Aber ich habe einen Plan, Freunde. Und zwar, wir werden Trick 17 machen, um zu gucken, was iCrybex vorhat. Und zwar, ihr wisst, was wir jetzt machen werden. Freunde, das wird einfach zu geisteskrank werden. Das hat schon mal geklappt und jetzt wird es wieder klappen. Wir sind jetzt nämlich ein kleiner Hund, Leute. Ich glaube, das ist ein Labrador oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die Hunderasse heißt. Aber es hat schon mal funktioniert, Freunde. Und zwar, wir werden jetzt als Hund zu Max gehen. Und da werde ich einfach quasi jetzt herausfinden, was Max macht. Weil ihr wisst, Freunde, in Minecraft, Max liebt Hunde. Der liebt einfach Hunde und auch in GTA 5, denke ich mal, können wir ihn damit überzeugen und dann können wir quasi herausfinden, was Max vorhat und wo er diese 100 Millionen GTA-Dollar herhaben will. So, ich werde jetzt einfach mal hier, Leute, guck mal, hier so ein kleiner, süßer Hund, als ob den irgendjemand nicht lieb haben kann. Jeder, der den Hund sieht, der würde ihn doch direkt aufnehmen. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, Freunde. Ich werde mich jetzt hier komplett reinschleichen. Und dann werden wir jetzt Max erstmal beobachten. Vielleicht sieht er uns ja nicht direkt. Er war ja zuletzt ins Haus gegangen. So, wir gehen jetzt mal hier ins Haus rein. Okay, da ist er gerade. Oh mein Gott, der hat uns nicht mitbekommen. Junge, der hat uns nicht mitbekommen.
Was macht der denn jetzt gerade? Junge, wo geht der hin? Okay, er geht jetzt erstmal nach oben. Das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches hier, weil wir sind natürlich in Max sein Haus. Ist natürlich klar, dass der hier irgendwas in seiner Bude macht. Aber das ja, Junge, wir sind so leise. Wir sind so ein richtig kleiner, leiser Paulberger. Oh, lalalala. Zack, 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 zack. Na, schön langsam. Oh, was macht der hier, Leute? Was machst du denn hier? Alter, hä, wie bist du denn hier reingekommen? Oh, Leute. Leute. Oh mein Gott, du bist ja ein richtig kleiner Rabauke hier. Leute, guck mal, er feiert das. Guck mal, wie wir das Alter, du bist ja voll der kleine süße Hund. Hä, hast du kein Zuhause oder was? Wir brauchen einen Namen für dich. Ich glaube, ich nenne dich... Oh, warte mal, was ist denn eine richtig gute Idee für einen Hund? Was habe ich denn noch nie gemacht? Mr. Berger! Oh Mr. mein Gott. Berger, Leute, wir sind einfach Mr. Alter, Berger für Max. Wie cool ist das denn bitte? Ich nenne dich Mr. Berger. Guck mal. Okay. Und jetzt aber Mr. Berger, ich muss mich jetzt hier erstmal kurz fertig machen, weil es gibt auf jeden Fall was du auf jeden Fall keinem erzählen sollst. Aber du bist ja ein Hund, deswegen kannst du es keinem erzählen. Und zwar haben wir nämlich was richtig Krasses heute vor. Ja? Aber, boah, ich weiß gar nicht, ob ich dir das anvertrauen kann. Obwohl du es niemandem sagen kannst, kann ich dir das nicht mal anvertrauen. Bro, wie krass ist das, Leute? Schön hier warten, ich muss mich kurz umziehen, ja? Das ist nichts für dich. Hä, Leute, Alter, wie krass ist das denn bitte? Max will irgendwas so Heftiges planen, dass er es nicht mehr traut, seinen eigenen Hund zu sagen. Ey, ich kann es gar nicht glauben. Aber, ey, sollen wir vielleicht Max eine kleine Überraschung hinlegen? Weil wir sind doch Max sein Lieblingshund. Deswegen werden wir ihm jetzt eine kleine Überraschung hinlegen. Kleine Ärgerungssache, Leute. Ich hab Max hier alles vollgeschissen. Das ganze Haus ist voll. Ey, Mr. Alter, Mr. Berger, was machst du? Leute, das... Das tut mir leid, Leute, aber das ist... Leute, ich sage euch ehrlich, das hat er davon, Alter, dass er seinen besten Freund Stani weggeschickt hat. Ey, Mr. Berger, das ist ja abartig, Alter. Ich wusste gar... Wie kann aus dir so viel rauskommen? Ey, Leute, das ist voll krass. Alter. Wir haben hier wirklich alles vollgeschissen in seinem Wohnraum. Oh mein Gott, also, das muss hier die Haushilfe, muss das auf jeden Fall wegmachen. Oh. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, Leute. Aber ja, das ist so... Bro, das ist halt so der Hund. Ich, Leute, ein bisschen Magen-Darm-Probleme hatte ich gehabt. Da haben wir natürlich Max eine kleine Überraschung gemacht. So, jetzt werden wir ihn einfach mal hinterherlaufen. Ich frage mich nur, Max hat sich... Hä? Leute, was? Junge, der hat sich einen übelst krassen Anzug angezogen und hat jetzt sogar eine Waffe in der Hand. Aber was hat denn der jetzt als nächstes vor? Hey, warte mal, ich werde ihn mal... Hey, Mr. Berger, beruhig dich. Nicht so durchdrehen hier. So. Ja, alles ist gut. Ich muss jetzt hier nur gleich los. Ich muss was Wichtiges erledigen. Hä, hey, was muss der denn erledigen, Leute? Wir werden auf jeden Fall mitkommen. Ich sag euch, so wie es ist, da müssen wir auf jeden Fall mitgehen, weil wir dürfen natürlich hier Max nicht aus den Augen lassen. Oh, mal schnell raus hier, Leute. Oh, perfekt, Amir, du bist schon da. Hä? Jo, was geht, Max? Bist du ready für alles? So, Amir, die Sache kann heute steigen, ja? Boah, Digga, die werden niemals drauf kommen, dass wir das waren, ne? Ja, safe nicht, Alter. Wir werden 100 Mios locker machen. Let's go, guck mal, Alter. Siehst du den Hund da vorne? Der ist mir vorhin zugelaufen, das ist Mr. Berger. Mr. Berger, willst du mitkommen oder was? Willst du ihn mitholen? Ja, komm, wir nehmen den mit. Der ist voll süß, der Hund. Warte mal, ich nehme ihn hier auf den Arm, so. Ja, okay. Ah, Max Zack, hat mich der auch kann einmal mitkommen. Okay, Leute, oh mein Gott, okay, wir sind jetzt hier. Oh, stinkt der, Alter, bah! Ja, der hatte ein bisschen Magen-Darm-Probleme vorhin. Mr. Berger, hier reißt du dich aber zusammen, Alter. Der Wagen hier ist neu von Amir. Siehst du, der reißt sich zusammen, alles gut. Ja. Oh, Leute, ich seh nichts. Warte, Leute, ich muss mal kurz Max Perspektive angucken. Okay, wir sind jetzt in Max Perspektive, Leute. Er trägt nämlich gerade uns und er fährt jetzt mit Amir irgendwo hin, Bro. Ich habe keine Ahnung, wo er uns hinbringen will. Aber was haben die denn vor, Leute? Wieso sind die? Guck mal, die sind ja auch mit so einem übelst schnellen Sportwagen unterwegs von Amir. Ich habe keine Ahnung. Aber wieso macht Max was mit Amir und nicht mit mir, Mann? Das ist ja voll gemein, ey. Rostock hat mich heute auch angerufen, Max. Ich hab den weggeschickt. Ja, ja, gut. Das dürfen wir keinem erzählen, was wir heute vor. Ja, Stani vorhin war da. Ich hab ihm auch nichts gesagt. Ja, sehr gut. Das wird nicht klappen, wenn Stani jetzt dabei wäre. Ja, ja, das dürfen nicht zu viele wissen. Das ist ja, top secret, was wir jetzt hier machen. Ja. Ey, Leute, was soll das denn, Alter? Als ob ich davon nichts wissen darf. Junge, was soll das denn? Ey, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wo die hinfahren. Also die haben ja irgendwas ultra krasses geplant. Hey Leute, wo sind die denn jetzt hin, Max, Alter? Bist du ready? Von Schritt 1 vom Plan, erstmal das Auto besorgen? Ja, bin ich ready. Aber warte mal, du hast doch diesen Köter dabei, ne?
Hä? Ja, klar. Was sagt der zu mir, Leute? Alter. Oh, mal gucken, hier, ob der, so, bringt der ja was. Mr. Berger, runter mit dir. Oh. Hä, wieso hat sich Armin... Leute, Armin hat sich einfach als mich verkleidet. Was ist das denn? Ey, wisst ihr was... Mr. Berger. Ey, wisst ihr, was ich jetzt machen werde, Leute? Ich werde hier auf Armis Auto einen Haufen setzen. Ich sag's euch so, wie es ist. Junge, Alter, Leute. Jetzt wegen ihm werde ich wahrscheinlich richtig viel Ärger bekommen. Jetzt werde ich dir hier erstmal einen richtig dicken Haufen aufs Auto was macht setzen. Der da? So, das hey, hast du ich davon. Ich hab mein Auto voll geschissen, Mann. Oh, ey, Mr. Berger, reiß doch mal zusammen, Digga. Alter. Was nennst du denn Mr. Berger, Alter? Der ist für nichts zu gebrauchen. Den kannst du direkt Standard-Skill nennen, Alter. Boah, was? Leute, wie redet Army über uns? Mann, das ist ja voll ehrenlos. Ey, sei nicht so böse. Ey, jetzt werde ich hier die Person. Kann ich hier die Person angreifen? Leute, warte mal, ich teste mal kurz. Oh, warte mal. Bro, ich kann. Leute, ich kann gar keine Leute angreifen. Warte mal. Ey, Mr. Berger, aber ey, den können wir nutzen. Der kann die Wachen ablenken, dann können wir die leicht leise ausschalten. Ja, das ist eine richtig gute Idee eigentlich, ja? Ey, Mr. Berger oder Schonatzkill, wenn du genannt werden willst. Leute, guck mal, ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg. Ey, bleib mal stehen. Leute, ich renn weg. Ey, Max, dein Köter. Ey. Bleib mal stehen. Ey. Ich hab Leckerli. Bro, Leute, ich renn jetzt weg. Ich sag ja, euch... Ja, egal, dann komm, dann lass dir egal, wir ziehen unseren Plan durch. Leute, wir ziehen den Plan durch. Leute, ich muss auf jeden Fall, ich werde dir gleich helfen, aber ich muss mich kurz umändern, umziehen, Leute. Ich muss ein Rottweiler werden, ich muss ein Kampfhund werden. So, Leute, jetzt sind wir so ein Rottweiler, jetzt sind wir ein richtiger Kampfhund. Und jetzt kann ich auch Leute angreifen, ist viel besser. Ich werde jetzt da einfach mal hinrennen und mal gucken, was die machen. Die wollen ja jetzt irgendwie da irgendwas klauen, Leute. Die wollen in eine richtig krasse Villa eingreifen. Und ich werde dir jetzt einfach helfen, Freunde. So, dann bin ich jetzt hier der neue Mr. Berger. Mal gucken, ob es denen auffällt, aber safe. Wow, wow, was kommt da denn? Hä? Hä, wer bist du denn? Hast du nicht Fleischkolben, dass alle Hunde dir hinterherlaufen? Ich weiß nicht, was los ist heute. Oh mein Gott. Guck mal, Leute, wie gut ist das denn? Ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber wir nennen ihn einfach Mr. Berger 2. Was? Echt? Alter, Mr. Obwohl, Berger 2 hast du super gemacht. Ist genauso breit wie der. Alter, oh mein Gott. Spaß. Oh mein Gott. Alter, macht der richtig gut. Jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Junge, was machen die hier, Leute? Zwei. Okay, ey, Ami, ich... Das Auto, die E-Klasse. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt, nein, was? Hey, lass doch den Rolls Royce lieber nehmen, der ist doch krasser. Nein, das ist zu auffällig. Bro! Hier, nimm den Rolls Royce, Alter. Oh, bist du sicher? Weil wir müssen vielleicht Gelände und so alles machen. Ja, Leute, ich werde hier einsteigen. Ami kann hinten sitzen. Ami, der eklige kann hinten... Junge, was klauen die denn hier für krasse Autos, Leute? Die klauen gerade hier einen fetten Rolls Royce, aber für was brauchen die das Auto? Ich check jetzt gar nicht mehr. Und wieso will Max das nicht mit mir machen? Ey, das ist doch voll schade, ey. Okay, jetzt bin ich echt mal gespannt, wo die hinfahren werden, weil irgendwas haben... Ey, der kann nicht mal Auto fahren, Leute. Junge, was ist denn mit Max los? Ich glaube, du hast den Drift-Kalender bekommen, Max. Ja, das ist irgendein Drift-Auto oder so. Ja, siehst du, hast du lieber auf mich gehört. Ja, egal, das geht schon, das geht schon. Ich kann das Ding kontrollieren, man muss nur driften können. Guck hier, zack. So, egal, wir haben jetzt den Fluchtwagen, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt hier zum Ort. Ja, Mann, das wird gleich alles oder nichts, Max. Du weißt, wie der Hase läuft. Alter, es kann sein, dass wir dass wir richtig lang einsitzen für die Aktion. Ey, ja, Leute, was haben die vor, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wenn die jetzt irgendetwas vorhaben, ich sag euch ehrlich, ich werde Army angreifen. Ist mir vollkommen egal. Das ist, Junge, ich will nicht, dass Max hier in irgendeinen Müll reingezogen wird. Ey, Leute, das kann doch nicht sein. Max, rechts, fahr rechts. Ja, rechts. Sehr gut. Okay, Fluchtwagen steht vor der Tür. Ey, Leute, ja, Fluchtwagen? Bro, das kann doch nicht sein, Junge. Okay, komm, wir gehen da rein. Schon mal eine Shotgun hoch. Warte, das Hintereingang, langsam. Ey, Leute, okay. Junge, das kann doch nicht sein, Junge. Die wollen jetzt wirklich die Bank überfallen. Armin, Junge. Leute, Armin bringt Max nur in Schwierigkeiten. Ich sag euch so, wie es ist. Wenn die jetzt wirklich die Bank überfallen wollen, ich werde Armin einfach angreifen, sodass die der Bank überfallen. Mr. Berger, was machst du denn? Komm hier. Um Gottes Willen. Ey, Mr. Berger, aus. Stopp. Mr. Berger, hör auf. Ey, oh mein Gott, Amir, was geht's dir nicht gut? Bist du verletzt? Oh, verdammt, so kann ich das nicht machen. Max, Mann, du hast alles kaputt gemacht mit deinem Drecksköter. Ey, Mann, Mission Abbruch. Ey, verdammt, tu mir mal anderes. Alter, ey, Mr. Berger, warum hast du das gemacht? Du hast Amir einfach angegriffen. Oh mein Gott, aber wer weiß, vielleicht ist es ja sogar besser so. Echt ist ja sogar besser so und wir wären in Schwierigkeiten gekommen. Hey Max, ich hab dich gerettet, Junge. Du wärst wahrscheinlich in Knast gelandet. Das kann nicht sein, Junge. Alter, Freunde, wir konnten... Vielleicht sollte das so sein. Ey, wir konnten Max zum Glück nochmal wirklich hier vor den Dummheiten wegbringen. Ey, wir müssen echt ein bisschen besser auf Max aufpassen. Ich sag euch ehrlich, ich bin jetzt mal gespannt, was er macht. Hä? Leute, hört ihr das? Die Polizei kommt. Hier ist ja Polizei.
Dann sollte nicht hier ein Bankraub sein. Nee, hier ist kein Bankraub gewesen. Verdammt, der Max hat eine Falle gestellt. Verdammt, wow, oh mein Gott. Leute, die Polizei hat extra eine Falle gestellt, weil die von dem Bankraub Bescheid wussten. Alter, hätte ich Armin nicht aufgehalten, wäre Max jetzt wahrscheinlich im Knast gelandet. Ey, Max muss wirklich ein bisschen aufpassen, Alter, was er macht. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann, der macht ja nur Ärger. So, okay, ich bin jetzt gespannt, wo Max weiter hingeht. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht noch weiter auf da, dumme Gedanken, Freunde. Aber zur Not werde ich ihn mit meinem Hundeleben beschützen, Freunde. Auch wenn er von... Überlegt mal, er weiß eigentlich nicht, wer wir sind, Leute. Eigentlich sind wir Stani. Ich bin doch immer mit Max unterwegs. Und jetzt müssen wir ihn einfach als Hund beschützen. Okay, Mr. Berger, du kannst jetzt ruhig mitkommen. Ich muss jetzt noch was Wichtiges erledigen. So, raus aus der Kiste, Junge. Steig ein, Mr. Leute, Berger. Leute, was will denn Max jetzt noch erledigen? Okay, irgendwas scheint er noch vorzuhaben. So, werden wir hier ins Auto einsteigen? Ey, Bro, irgendwie wäre das auch lustig. Ey, guck mal, wie ich da drinnen sitze, Freunde. Junge, mein Leben als Hund ist richtig geil. Ich sage euch ehrlich. Aber wo will er denn jetzt hinfahren? Ich habe ihn gerade vor den Knast beschützt. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal beschützen kann. Max sollte am besten keine Scheiße mehr bauen. Hey, ich sag dir ehrlich, Mr. Berger, jetzt ist mir hier ordentlich Geld durch die Lappen gegangen wegen dir, aber war ja eigentlich gut. Und deswegen müssen wir das Geld jetzt woanders holen. Und zwar werden wir da jetzt mal zu einem YouTuber hinfahren. Ich sag mal so, der mir noch ordentlich was schuldet. Zu einem YouTuber, Leute? Welcher YouTuber schuldet denn Max Geld? Ey, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Aber ich sag dir ehrlich, Mr. Berger, da wo wir jetzt hinfahren, der Typ ist richtig abgebrannt. So, guck mal, der wohnt hier nämlich richtig sogar unter einer Brücke. Der wohnt unter einer Brücke? Der ist abgebrannt, Leute? Ey, wie traurig ist das denn? Hier kann man den oft finden, Leute. Hier kann man den oft finden. Oh mein Gott, das ist hier echt eine sehr, sehr gefährliche Gegend. Hier müssen wir wirklich aufpassen. Wo ist er denn? Hier. SU, wo bist du? Max, diese Stimme kommt mir doch bekannt vor. Max, das bist ja du. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Wo ist SU? Wo ist der, Leute? Hallo, wo bist du? Ich bin hier drüben, Bro. Ach, komm da. Mal her, ich kann nicht rüberkommen. Ah, um das Gottes ist ja Willen, ey, wie siehst du denn aus? Alles Scheiße. Gut? Ich sag mal so, ich hab bei Stania gearbeitet in seinem Autohaus und ja, die Bezahlung war nicht so gut und deshalb bin ich jetzt hier. Ja, Leute, ich hab ihn abgezogen im Autohaus, aber das geschieht ihm auch recht, sag ich dir ehrlich, SU war nichts los gewesen. Ey, du, SU, es tut mir leid, jetzt so zu dir zu kommen, aber... Mr. Berger, was soll das? Ey, der dreht manchmal ein bisschen durch. Was bist du denn für... Aua, nicht hauen, nicht beißen. Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Alter, ich hab hier einen riesen Haufen gesetzt. Ich hab hier einen riesen Haufen. Okay. ich sag dir ehrlich, SU, weißt du was? Wir vergessen unsere Schulden, wenn du hier den Hund übernimmst. Ich kann das nicht mehr. Der macht mich fertig. Der sitzt hier. Der mag mich doch gar nicht. Doch, der mag wie dich. Wie Mr. Berger. Max will mich verkaufen. Mach Sitz, Mr. Berger. Das Einzige, was der Mann kann, ist einen Haufen setzen. Guck mal, der hört auf mich. Naja, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Ciao, Max. Ey, Leute, aber habt ihr es mitbekommen gerade? Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und zwar, SU schuldet Max einfach $100,000 und SU sagt aber, er hat kein Geld, Alter. Denkt ihr wirklich, dass SU kein Geld hat? Ich weiß nicht, irgendwie traue ich den nicht so. SU hat doch safe irgendwo richtig viel Kohle gebunkert. So, wir werden einfach mal... Lecker. Mach Platz. Sehr gut, fein machst du das. Und jetzt komm mit, Mr. Berger, ich muss dir was zeigen. Ja, Max hat mit einer Sache nicht gerechnet. Ey, was machst du da, Mr. Berger? Hör mir mal zu. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, aber anscheinend verstehst du mich ja. Guck mal, siehst du hier diese ganzen Obdachlosen? Die haben hier jahrelang Geld zusammengesammelt. Und das Ding ist, ich wollte nicht deren Geld einfach Max geben, weil das gehört sich nicht. Und deshalb, ich zeig dir jetzt den geheimen Ort, Mr. Berger, nur dir. Weil ab heute sind wir tolle neue Freunde, oder? Oha, Leute. Ey, Johnson, alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Ey, pass auf. Mr. Berger, lass das. Das ist Johnson. Lass Johnson in Ruhe. Ey, lass ihn auch in Ruhe. Das war Jefferson. Was machst du da, Mr. Berger? Hör auf. Oh. Leute, ich bekämpfe die alle gegen alle hier. Das hat niemand gesehen, glaube ich. Ich bin aber jetzt gespannt, wo SU hingeht, Leute. Also, SU will mir irgendwie was Krasses zeigen. Du darfst das noch nicht sehen. Mach die Augen zu. So, wo hat denn jetzt SU das ganze Zeug von den Obdachlosen? Mr. Berger, komm mal mit, ich zeig dir was. Hier ist ein geheimer Knopf, wenn du den gleich drückst, dann geht auf der anderen Seite was auf. Aber wir müssen uns beeilen und ganz schnell dahin rennen, okay? Warte, lass mich mal kurz gucken. Hey Leute, das müssen wir... Hier kurz den Code eingeben. 734285X212, let's go! Hey. Mr. Berger, wir müssen schnell rüber, schnell, Leute, da müssen wir hin. Ich sag euch ehrlich, wir kriegen wieder das ganze Gold von SU. Wie krass ist das denn bitte? Junge, was hat... Mr. Berger! Was hat der denn da versteckt, Leute? Nicht, dass das jemand sieht! Hä? Was? Okay, das hat noch niemand gesehen. Bro! Oh mein Gott, Leute, Junge! Das sind mehr als 100.000, checkst du das? Das sind 100 Millionen sind das, Alter! Das ist alles hier voller Gold!
Oh, was ist das hier für ein Auto, Leute? Was ist das hier für ein Auto, Mr. Burger, das Auto gehört nicht mir. Ich weiß nicht, wem das Auto gehört. Mr. Burger? Kannst du Auto fahren oder was? Mr. Burger, ich hab gesagt, aussteigen! Oh mein Gott, es ist Jurassic. Mach Sitz! Mach Platz! Ey, Leute, Junge, wir werden jetzt Maxi 100.000 wiederbringen. Sag ich euch so, wie es ist. Wir werden jetzt hier das Auto von SU klauen und werden das Max bringen. Guck mal, SU rennt wie ein kleines Baby weg. So, Leute, ey, Mr. Burger kann einfach auch Auto fahren. Wie krass ist das denn bitte? Ey, Junge, wie nice ist das? Ey, Leute, SU hat wirklich die Polizei gerufen. Wir haben einfach 2 Sterne. Aber ich bin doch nur ein Hund, ey. Nicht, dass uns jetzt die Polizei anhält. Aber was wollen die machen, Freunde? Als ob es irgendein Gesetz gibt. Sie, Mercedes, sofort stehen bleiben. Oh, hier spricht die Polizei, sofort anhalten. Oh, einmal rechts ranfahren, einmal rechts ranfahren. Let's go, einmal rechts ranfahren. Ey, Leute, ich weiß, ich soll mir wirklich anhalten. Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben. Oh mein Gott, okay, wir müssen wohl stehen bleiben, Leute. Uns bleibt sofort hier. Fahrzeugscheinpapier und alle Personalien bitte einmal zeigen. Okay, sofort aussteigen. Leute, ich werde jetzt aussteigen. Ich weiß nicht, wie der Polizist drauf reagieren wird. Sie sollen aussteigen. Hallo? Warum ist jetzt da ein Hund rausgekommen? Ich guck mal nochmal nach. Warte mal, der versteckt sich doch irgendwo hinten. Ist er im Kofferraum? Moment mal. Warte. Hier ist gar kein Mensch drin. Was macht denn der Hund am Steuer? Ey, raus aus meinem Auto! Aussteigen! Warte mal, kann ich jetzt einen Hund... Oh mein Gott, Leute, wir haben Polizisten auf. Oh mein Gott, da ist noch mehr Polizei. Oh, oh Gott, ich habe nicht mehr viel Leben, Junge. Wir müssen wegrennen hier. Oh Gott, die ganze Polizei jagt mich, Freunde. Da, Lotti dreht auch durch. Aua, Leute, wir haben Überschlag gemacht. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich verstecken hier. Oh, was geht hier ab, Mann? Oh Gott. Okay, kann ich mich hier drin verstecken? Bitte geh auf. Warte. Oh, okay, Leute, ich werde mich einfach hier verstecken, Mann. Oh, mein Gott, Leute. Wir haben das Auto verloren. Ich muss irgendwie wieder ans Auto rankommen. Aber das Gute ist, wir haben unsere Fahndungssterne verloren. Oh, let's go, Leute. Ey, aber okay, wie sollen die auch einen Hund fahren? Jetzt müssen wir nur wieder zurück ans Auto kommen irgendwie. La, 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 da ist die Polizei. Aber die Polizei denkt wahrscheinlich, wir sind ein Hund, der hier gerade normal rumrennt. Lalalala. Guck mal, die denken sich gar nichts Böses. Ich werde mich jetzt einfach mal hier ins Auto reinsetzen. So, und ich würde mal sagen, Freunde... Oh mein Gott, nein. Ich habe einen Stern bekommen. Aber wir fahren hier einfach lang, Leute. Ganz entspannt. Keine Panik auf der Titanic. Und dann werden wir das Polizeiauto mal zu Max bringen. Mal gucken, wie er das finden wird. Ich glaube, darüber wird er sich wahrscheinlich sehr freuen. So, mal schauen, was der jetzt denkt, wenn wir jetzt da mit dem Auto raufgefahren kommen. Ey, da wird er komplett durchdrehen. Ey, das ist doch ein schönes Geschenk, Freunde, was wir denen gemacht haben. Mr. Berger kann einfach alles. So, warte mal, ich muss jetzt schnell aufsteigen, Leute. La, 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 la. Oh mein Gott, Polizei, ey, was wollt ihr denn hier? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab doch die Bank heute gar nicht überfallen. Mr. Berger? Du bist ja auch wieder hier. Hä? Hier ist ja gar keine Polizei. Das Auto ist von mir, Mann. Leute, das Auto. Hä? Guck mal. Hast du das Auto hierher gefahren? Du kannst ja wirklich in ein Auto einsteigen. Mr. Berger, einmal bellen, wenn du das warst, zweimal, wenn nein. Oha. Hä? Du kannst... Alter, du hast mir ein Auto geklaut. Ist der für mich oder was? Oh mein Gott. Ey, Leute. Mr. Berger, du bist ja voll der Ehrenhund, Junge. Leute, guck mal, wie Max sich freut. Ey, sollen wir weiter als Mr. Berger unterwegs sein? Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Checkt SU Army und Max ab. Das war's gewesen. Tschüss.